Hallo und willkommen zurück. Ja, jetzt muss ich mal wieder gucken, wo wir hier lang müssen. Ja, immer da, wo es krabbelt. Dann mache ich das doch so wie eben auch. Das heißt, Tralda darf sich um die große Spinne kümmern. Meint ihr? Und ja, meine ich, Vorgrim auch. Deception. Und ich werde dann mal hier die kleinen. Na klar. Für Rutger. Attacke. Und die Klattes darf mir helfen. Hey, Holsten! Mein Schwert, Angriff. Was befehlt ihr? Halbkreis bilden! Wir bilden übrigens meistens einen Halbkreis, wie man hier sieht. Also, ja, wollte ich nur mal so erwähnt haben. Haben wir noch Feuermoos? Und unser Licht geht aus. Das mache ich gleich wieder an. Die Karte etwas ranholen. Okay, das ist hier noch ein bisschen was, was wir hier durchforsten müssen. Nimm das! Ein Kreis! Meint ihr? Hey! Bei Angroschwach! Das bin ich! Vorwachs! Candidus! Ja, ja. Für Rondra und Pamalor! Hey, ja. Und wie sie wieder brav in einem Halbkreis stehen, ist das nicht schön? Wir sind schon ein gutes Team. Huch, was haben wir denn da? Ihr Lichter. Ein Fisch? Noch ein Fisch. Hab ich hier noch nie bemerkt. Da. Sowas. Aber hier ist alles eingestürzt. Da kommen wir nicht weiter. Ah, Moment, da ist Schutt. Den, ja, öffnen. Können wir jetzt, glaube ich, nichts mitmachen, weil wir die Aufgabe dazu nicht bekommen haben von der Pereine Geweihten, die da draußen stand am Labor. Also wenn man draußen mit der noch ein bisschen redet, das was wir beim letzten Mal nur sehr kurz gemacht haben, dann kommt man hier auch mit einem Quest weiter. Und ich muss dann jetzt irgendwo eine andere Abzweigung nehmen.
Und da vorne kommen schon wieder ganz viele kleine Spinnen an. Ich find's nicht lustig, Gladys. Arquatus. Das bin ich. Bei Angriff. Nimm das. Eingreifen. Da ist uns wieder ein Licht ausgegangen. Ich hoffe, ihr seht noch genug. Es sind hauptsächlich Spinnen, also da ist auch nicht viel zu sehen. Falsch. Jawohl. Recht ihren Widerstand. Ich bin ich. Jetzt wird's ernst. Was befehlt ihr? Lass doch mal Korax. Das war eine Menge. Und ich gehe jetzt gerade mal da runter. Da brennt etwas. Da darf jetzt halt... Oh, Leute, nein, bleib stehen, nicht in die Falle rennen. Jawohl. Ja, nicht in die Falle rennen jetzt. Folgt ihr mir? Zur Stelle, zu Befehl. Alles klar. Wir lassen entweder die Skelette da reinlaufen, die uns entgegenkommen. Gucken. Ja, die lösen sie aus. Ansonsten hätte jetzt die Klattes das noch entschärfen müssen. Jetzt dürft ihr angreifen. Formation! Hey! Nimm das! Jawohl! Einkreisen! Diese Skelette haben nur immer solche rostigen und alten Sachen dabei, die will doch keiner. So, da müssen wir wieder aufpassen. Da sind wieder einige Fallen. Dass da mir jetzt keiner reinrennt. Na klar. Nimm das! Bei Rondra. Mein Herr? Bei Angroschfang! Candidus!
Klades? Nein, umgeworfen. Okay. Oh, die Powerkram hat sehr wichtig. Was war das denn? Ich glaube, die Bogenschützen. Das bin ich. Komm, klar, das die nehmen wir uns jetzt mal vor. Einmal ankukeln. Arquatus. Ich vergesse immer diesen Duplikatus-Zauber. Macht sie den jetzt auch? Okay. Damit werden es die Bogenschützen hoffentlich ein bisschen schwerer haben. Zeritus. Astus. Formation. Was befehlt ihr? Für Rondra und Pharmalor. Alles klar. Nimm das. Ja. Okay. Das waren jetzt alle. Ich versuche mein Bestes. Misslungen, den müssen wir jetzt mal so heilen. Klar, das tanzt immer noch mit Doppelbild. Licht wieder anmachen. So, hier oben gibt's nichts Interessantes. Da unten war aber eine Kiste. Eine Truhe. Bei Rondra. Da müssen wir jetzt die Klattes nehmen. Falle entschärft. Mach ich. Ob es das jetzt wert war, na gut. Hier auch bitte nochmal Falle entschärfen. Und was haben wir als nächstes? Nochmal 4 Skelette. Alles klar. Lasst euch bilden. Einkreisen zur Stelle. Formation. Skelette laufen irgendwie gern gegen die Wand. Halbkreis bilden. Was bewegt ihr? Wir haben da ein paar Malor. Mein Ding. Bei Angrosch sparen. Ich kann die durch. Komm schon, einer. Hey.
Falle entdeckt. Dann schicke ich gerade mal die Glattis vor. Achso, das ist die Truhe hier. Gut. Skelettmagier stehen um die Ecke. Okay. Das Tier wird auch gut beschützt, der Skelettmagier. Da hinten ist noch sowas. Das könnte jetzt ein bisschen knifflig werden. Also auf jeden Fall Amatrotz-Zauber. Na klar. Arquatus. Folgt mir. Ja. Und die schießen. Ach, ich hasse es, wenn sie Bogen schützen. Ha! Da schauen wir mal, dass wir alle auf einen gehen. Das ist mir sonst ein bisschen zu gefährlich. Meridin, 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 was sagt mir das denn? Wer ist das denn nochmal? Zur Stelle. Ein Zwerg, ein Bock. Für Ardo. Ich glaube, so viel Schaden macht er nicht. Außerdem, das Feuer ist nicht gut. Bei yes. Meiner Axt. Momentan hat es auf den Vorkram abgesehen. Er mag wohl gerne gegrillte Zwerge haben. Alles klar. Glattis, was tust du da? Du sollst den hier angreifen. Könnte natürlich auch mal zurückzaubern. Formation! Ring! Ah, bin ich wieder nicht schnell genug? Ja. Nimm das! Komm schon. Oh. Oh nein. Er hat die Glattis in einen Stein verwandelt. So ein Mist. Halbkreis bilden. Einkreisen. Jawohl. Naja, ich glaube, jetzt mischt er sich so sehr ein, dann muss ich jetzt doch erstmal auf den gehen. Brecht ihren Widerstand! Nimm das! Nein, nicht umfallen dauernd. Für Rodka! Für Rondra und Pharmalor! Klar, das ist hier unter uns. Juhu. Jetzt wird's ernst. Nimm das! Candidus!
Ausgang. Was befehlt ihr? Veronda und Pamalor! Haben wir es bald mal. Für Rutger! Nimm das! Der ist ganz schön hartnäckig. Ha! Zur Stelle! Formation! Nimm das! Was befehlt ihr? Hey! Nimm das! Folgt mir! Thorax! So, jetzt haben wir ihn aber gleich. Noch ein bisschen Feuer unterm Hintern machen. Haha. Unsere härteste Prüfung jedoch steht kurz bevor. Auf zum alten Turm. Prinz Arum ist sicher schon ungeduldig. Ja, ja, mal eins nach dem anderen. Jetzt werden wir erstmal. Also, wir haben jetzt die, den Schlüssel zum Zwergenturm und wir haben jetzt unsere Flammenrüstung. Das ist noch ein Teil dieser schönen Drachen Drachenqueste-Rüstung. Ich ziehe das jetzt mal an, um euch das auch zu zeigen, auch wenn ich meine Rüstung eigentlich hübscher finde. Achso, mein Inventar ist voll. Moment. Das mal, du kriegst das da und das da und das da. Schlüssel braucht doch keiner. So. Achso, die Beinschienen kann ich jetzt nicht anziehen, sonst bin ich barfuß. Das sieht ein bisschen sehr doof aus. Aber so sieht das dann ungefähr aus. Ich meine, gut, ich kann sie auch mal eine Weile anlassen. es gibt Schöneres. Sagen wir es mal so. Und beim nächsten Mal gucken wir dann mal noch, was in dieser schönen Truhe da drin ist. Und dann geht's weiter im Zwergenturm. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis dann.